19.30 Uhr ist durch. Somit ist es an der Zeit, dass wir mit der Stadtratssitzung fortsetzen. Wir waren im Tagesordnungspunkt 33 gewesen und hatten vor der Unterbrechung die Rednerliste abgearbeitet. Es gab noch Fragen, auch insbesondere an die Verwaltung, die würde ich zunächst noch beantworten lassen. Zunächst Herrn Dr. Lames bitten, noch Ausführungen von seiner Seite zu machen und darf ansonsten erklären, weil das zu Emotionalitäten ja geführt hat oder Nachfrage erlegt, die, was Herr Schulz gesagt haben sollte, das von Ihnen zitierte Wortkombination der Kultur-Taliban ist nicht von ihm geäußert worden, als Sprecher der Landeshauptstadt Dresden und auch nie als Privatperson. Und insofern nicht, sowohl als auch nicht. Und insofern gibt es da auch keinen Grund, von mir jetzt meinem Sprecher gegenüber das Du-Du zu machen. So, jetzt Herr Dr. Lames, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zur Frage des Ski-Weltcups und dass Sie bisher da keine Vorlage erreicht hat, will ich kurz mal zur Sache ausführen. Also Ski-Weltcup in Dresden als solcher, da braucht man die Augen nicht davor zu verschließen, das ist keine Perspektive, wo wir langfristig eine sportliche Entwicklung hinlegen können. Der Ski-Weltcup ist ein Ereignis, ein Event, verbunden natürlich mit dem Sport. Aber wenn Sie sich unsere Schwerpunktsportarten anschauen, da ist Langlauf-Ski nicht drin und wird auch nicht reinkommen. Aber gleichwohl ist es sinnvoll und sachgerecht, diese Möglichkeit zu nutzen, dass sich die Stadt präsentiert, sowohl als Ort für ein internationales Ereignis, als auch Ort für Sport allgemein auf die Weise. Deshalb halten wir das für grundsätzlich unterstützungswürdig, sehen aber die Hauptverantwortung dafür auch nicht im Sportbereich, was die finanziellen Beiträge angeht auf Dauer. Gleichwohl war es so, wir haben verwaltungsseitig, auch gerade in enger Zusammenarbeit mit dem Umweltbereich, der sich da auch sehr engagiert hat, haben wir das Ereignis gefördert und haben gleichzeitig auch gesagt, geht auf die Stadtratsfraktionen zu, denn es war die Überlegung, wir schlagen es nicht von uns aus jetzt als erste Maßnahme vor, aber wenn auch im Rat Interesse und Unterstützung da ist, dann werden wir das fördern und überlassen es letztlich dem Rat, ob er dort die Initiative ergreift. Und dementsprechend ist es ja auch in den Vorbereitungen zum Haushaltsbeschluss hier immer wieder als ein Punkt gewesen. Am Ende war es nicht mehr in der Beschlussfassung des Haushaltes drin. Ich habe das dann zum Anlass genommen, sicherzustellen, dass wir einen Beitrag auch aus den glücklicherweise aufgestockten Sportmitteln hier leisten können, weil ich die Veranstaltung für sehr sinnvoll halte und habe diesen Beitrag dann auch eben vorgeschlagen in der Vorlage, die sie jetzt erreicht hat. Wenn wir jetzt eine Vorlage machen, um das nochmal darzustellen, dann wird die natürlich auch einen Finanzierungsvorschlag enthalten müssen, wird die fachlichen Kriterien, die an sich den Fraktionen bekannt sein können oder bekannt sein müssen, denn viele haben dort ja auch Gespräche geführt, zusammentragen. Und ich würde mich dann freuen, wenn wir das auch dann mit einer breiten Unterstützung hier im Rat auf den Weg bringen könnten, denn je breiter die Unterstützung ist, desto besser sind dann auch die Chancen, das Ereignis wirklich hierher zu bekommen. Vielen Dank, Herr Dr. Lames, dass Sie das noch einmal klargestellt haben, was auch mein
Gesprächsstand mit den Initiatoren war, dass es eine politische Initiative wird aus dem Rat heraus. Und deswegen hat es auch bisher von unserer Seite keine Vorlage zu diesem Thema gegeben. Und nach dem Haushaltsbeschluss waren einige ja da, die dann eher überrascht waren, dass es eben keinen Widerhall gefunden hatte. Und deswegen habe ich mir erlaubt, ich habe es auch in meiner Einbringungsrede gesagt, diesen Punkt mit aufzunehmen in den Gesamtvorschlag von Änderungen. Ich hätte es auch begrenzen können auf die drei Punkte, die ich beim letzten Mal schon eingebracht habe in den Stadtrat, habe aber bewusst dieses Interesse, dieses Werben dafür mit aufgenommen, um es eben in die gesamtheitliche Vorlage mit einzubringen, da mir schien, dass es zumindest mehr als eine Minderheit des Rates ein Interesse daran hat, dass wir dieses Projekt in unserer Stadt umsetzen. Und wie gesagt, das werden wir ja dann gleich im Rahmen der Abstimmung merken, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Dennoch ganz kurz die Frage, gibt es weitere Wortmeldungen bzw. Anträge, bevor wir dann in die Abstimmung eintreten? Herr Schulze. Dann doch nochmal eine Rückfrage zu dieser Finanzierung aus dem Eigenbetrieb. 200.000 Euro, das wäre ja praktisch eine Großveranstaltung, wenn wir es richtig betrachten. Meines Erachtens haben wir 190.000 für Großveranstaltungen im Budget des Eigenbetriebes Sportstätten. Was wir jetzt sozusagen dort einstellen, sind 200.000 Euro, also sprich nochmal 10.000 sogar mehr, als wir ursprünglich insgesamt für Großveranstaltungen haben. Heißt das dann, dass andere Veranstaltungen, Sportveranstaltungen in 2018 dann nicht mehr stattfinden dann, oder ist das zusätzlich dann, oder vielleicht erläutern Sie uns ja doch nochmal? Das wäre die eine Nachfrage. Und die zweite, nach meinem Kenntnisstand soll es ja praktisch nicht einmalig stattfinden, sondern über 5 Jahre hinweg, und zwar mit einer jährlichen Option. Heißt das im Prinzip dann auch, dann, dass wir jetzt sozusagen nicht über 300.000 sprechen, sondern über 1,5 Millionen dann für den Zeitraum dann von den 5 Jahren. Das sollte man vielleicht auch nochmal etwas klarer jetzt hier nochmal bringen. Herr Dr. Lammes. Also die 200.000 sind zusätzlich. Wir haben 190.000 im Haushalt für Großsportveranstaltungen. Das ist in diesem Haushalt wie in den letzten Haushalten auch. Und zusätzlich diese 200.000, das heißt auch Großsportveranstaltungen, ist aber speziell dann zusätzlich gekommen für den Skiweltcup. Und die zweite Frage. Wir gehen keine rechtliche Verpflichtung ein, das wirklich 5 Jahre durchzuführen. Es wäre allerdings bei der ersten Bewerbung dann verbunden mit einer entsprechenden Absichtserklärung, das auch zu wollen, grundsätzlich mal, aber keine rechtliche Verpflichtung. Das heißt, wir können davon Abstand nehmen. Und ich sage jetzt mal ganz offen, als jemand, der hier ausschließlich für den Sporthaushalt im Moment zuständig ist, das kann man jetzt dauerhaft, könnte man auch nicht einen so großen Betrag beim Sport abzweigen, sage ich mal so. Da müsste die Denke eine andere sein, dass man den Schwerpunkt etwas mehr ins Marketing verschiebt. Aber ich denke, das ist dann etwas, was man in den Doppelhaushalten 19 folgende in den Griff bekommt. Und dann hat man nämlich gesehen, wenn der erste Skiweltcup 2018 also Januar 2018 ein Erfolg in der Form wäre, dann wüsste man, wo die Reise hingeht und könnte sich entsprechend darauf einrichten. Die nächste Vergabe, die wird dann im Mai 2018 sein. Das heißt also, wir können für die Vergabe im Mai 2018 können wir dann die Erfahrungen aus der Veranstaltung im Januar 2018 einfließen lassen und bewerten. Herr Kiesling. Ja, nur eine kurze Replik zu der Angelegenheit Kai Schulz und der Frage, was er gesagt hat und was er nicht gesagt hat. Am 29.11. gab es einen Morgenpost-Kommentar. In diesem Kommentar, der an sich überaus grenzwertig ist, kann man das Wort Kulturtaliban lesen, allerdings nicht von Kai Schulz. Er ist dort aber zitiert mit zwei Äußerungen. Und die eine Äußerung ist, dass das ein Schlag gegen die Hochkultur ist und eine späte Rache am Umbaubeschluss. Und diese beiden Aussagen des Stadtsprechers sind
grob undiplomatisch. Und ich denke, es steht ihm eben auch nicht zu, Entscheidungen des Stadtrates so wertend nach außen einzuschätzen. Ne? Und deswegen ist das aus meiner Sicht zumindest sehr grenzüberschreitend, dass er diese Dinge in dieser deutlichen Art gesagt hat. Es ist nicht der Pressesprecher des Oberbürgermeisters, sondern der Pressesprecher der gesamten Stadt, zu der als Hauptorgan der Stadtrat gehört. Und es wäre eigentlich seine Aufgabe, wenigstens diplomatisch zu sein und nicht die Entscheidung des Stadtrates in dieser Art und Weise anzugreifen. Mal unabhängig davon, was er gesagt hat, wir diskutieren jetzt nie über Äußerungen der Rathausmitarbeiter, welche auch immer sie getan haben. Da müsste ich auch darüber diskutieren, ausführlicher, was Sie heute hier gesagt, getan haben. Und ich auch, mein Lieber. Und das ist auch was anderes von ein bisschen Benehmen. Und vielleicht hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass erstens man merkt, so langsam wie auf das Weihnachtsfest zulaufen. Das merkt man noch nie an dem, wie wir uns bewegen, sondern es merkt man, dass wir über doch eine anspruchsvolle Wochen doch recht angespannt sind und dass vielleicht auch in der Debatte manches gefallen ist, was man vielleicht so nie unbedingt wiederholen sollte. War meine Hoffnung, dass wir mit der Pause uns wieder ein Stückchen runternehmen, vielleicht auch zu einer Sachlichkeit zurückfinden und vielleicht auch zu einer vernünftigen Beschlussfassung. Deswegen will ich das auch jetzt nie weiter vertiefen, sondern mir Mühe geben, den Rat in geordnete Bahnen auch durch die letzte Sitzung des Jahres zu führen. Gibt es weitere Wortmeldungen bzw. Anträge? Ansonsten liegt mir derzeit vor ein Antrag von Herrn Donhauser, der in einem Punkt nicht geht, dass ich sage, ich kann nie den Ausschussbericht zur Grundlage nehmen. Der Ausschussbericht ist die Grundlage. Dagegen läuft ein Ersetzungsantrag. Und jetzt hat er aber zum Ersetzungsantrag, und das wäre zulässig, einzelne Teilanträge gestellt, die eben auf der einen Seite die Aufnahme der 300.000 für den Thema Schiebcup beinhalten, die zum Zweiten in der Einzelabstimmung die Freigabe der 500.000 für die DMG beinhalten. Und hilfsweise sollte das nicht eine Mehrheit bekommen. Dann noch ein klareres Bekenntnis, da habe ich jetzt nicht genau den Wortlaut daher, Herr Thorsten, dass in dem vorletzten Absatz des Ersetzungsantrages statt nimmt die Bestrebung zur Kenntnis, dann unterstützt den Skicup entsprechend geändert wird. Das wären die drei Änderungsanträge, die mir derzeit, oder vier Änderungsanträge inklusive des Ersetzungsantrages, die mir vorliegen. Und von der Verfahrensweise würde ich die Einzelanträge zunächst von Herrn Donsbach Donhauser. Ich weiß gar nicht, wo ich auf Donsbach jetzt komme, aber ist egal. Fing auch mit Don an. Es war nur die Unterstreichen, dass meine vorhergehende Aussage stimmt. Und diese drei Einzelanträge zum Ersetzungsantrag und dann würden wir über einen geänderten oder nicht geänderten Ersetzungsantrag abstimmen. Bekommt er eine Mehrheit, ist es dann durch. Bekommt es keine Mehrheit, stimmen wir dann über den federführenden Ausschussbericht ab. So wäre das Verfahren. Gibt es noch dazu Fragen, Wortmeldungen, weitere Anträge? Ist nicht der Fall. Dann hat er zunächst beantragt, zusätzlich aufzunehmen 300.000 Euro, wie es auch in der Originalvorlage war, für den Skicup. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Ist nicht der Fall. Ja, 30 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung, wird damit abgelehnt. Wir kommen damit zum nächsten Antrag. Die Mittelfreigabe für die DMG über bitte Konzentration über
500.000 wieder in den Beschlussvorschlag, in den Ersetzungsantrag mit aufzunehmen. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Einunddreißig Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, wird damit auch abgelehnt. Dritter Änderungsantrag war im vorletzten Absatz, statt nimmt Kenntnis, unterstützt die Bestrebung, den Skiweltcup. So, also das wird schon unterstützt. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Neunundzwanzig Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit auch abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den unveränderten Ersetzungsantrag. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Zweiundfünfzig Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen, damit angenommen. So, damit haben wir nach langen Ringen den Tagesordnungspunkt 33 geschafft.